Yeah, Leute, wir müssen heute einmal hier durchs Grab und dann erwarten uns weitere spannende Dinge. Selen Quest habe ich gesehen, ein bisschen in die To-Do-Liste geguckt, was uns so erwartet. Die Selen Quest steht auf jeden Fall auf dem Plan und da habe ich auch keinen Plan, wie es da weitergeht. Wie gesagt, der letzte Dialog war, glaube ich, schon neu. Alles neu jetzt hier bei der Quest 3. So, läuft hier alles. Auf Hochtouren. In Stream rein. So, letztens bin ich zweimal dumm gestorben, ne? Heute wird das natürlich nicht passieren. Mit Sicherheit nicht. Und ihr habt gesehen, ich habe auch mal das HUD weggemacht. Completely, weil dann ist oben auch dieser Kompassbalken weg. Ich hoffe, ich komme klar so. Müssen wir mal schauen. Wenn nicht, schalte ich es wieder an. But I like it. Music ist auch noch aus. Das pure Dark Souls-Erlebnis. Nein! Rücken! Dann tschüss. Wenn du nicht gepiekst werden willst. Oh shit, das wird richtig knapp schon. Ja, geht noch. M. Bison ist vorbei. Da ich keine Ahnung, wie viel Energie ich habe, trinke ich lieber mal. So, rot machen, Dankeschön. Sicherheitsvariante. Nicht Speedrun-Action. Was machst du mit deinem Sage? Das war hier nochmal, hier laufen wir durch. Oh Mist, Telefon, und das könnte sogar wichtig sein. Ich muss mal schnell rangehen gleich. Warten Sie. Ich hoffe, er stirbt einfach da. Das waren 25.000 Mal. Hallo, guten Tag. Das war 25.000 Runen wert, das Telefonat. Shit. Weißt du, bin ich mal richtig gut drauf, hätte ich jetzt komplett alles geschafft, dann kommt Telefon. Kannst nichts machen. Hab gerade noch einen Dungeon gemacht und bin ein bisschen enttäuscht. In der momentanen Story ist es so, dass wir einen König als Antagonisten haben und seine stärksten Kämpfer sind die vier Elementarfürsten. Ja, daran ist da nichts Enttäuschbares. Das ist auch eine ordentliche Kämpferriege, wenn er da alle zusammen hat. Oh, ich ärgere mich ein bisschen, ne? Ich hätte gerne die 25.000 Mark, aber ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Ich glaube, es waren so viel. Hätte ich gern zurückgehabt. Habe ich eigentlich da nur zwischengelagert. Nein. War nicht mal das wichtige Telefonat, was ich erwarte. Das heißt, es wird mich wahrscheinlich nochmal holen.
Danke, Mike. Gehen Sie mal da raus. Da gibt es ordentlich was zu sehen. Nein. Wo kann ich denn schnell sehen, wie viel... Okay. Sagen ich oben noch irgendwohin gab es da was zu holen? Ich glaube nicht. Wenn man da in die andere Richtung abbiegt, zack, mal hier. Chicken Pizza Deluxe. Scheiße, ich bin ja schon hier an der Monster-Scheißstelle. Geht wieder nicht. Einen abgekriegt. Wieder als Drink. So, jetzt wieder. Achtung, aufpassen. This is how we do it. Einmal ganz runterlaufen. Dann die Kurve. Scharfer 180. Und runter. Diesmal war es, ihr gesehen, voll easy. Locker. Locker from the hocker. Mit Pfeil im Ohr. Und alle Elementarbürsten waren bis jetzt... Einzelinhalte, aber da ist nur der eine Boss da und die Wasserelementarfürst war jetzt ein Dungeon-Boss und die Dungeon-Bosse sind logischerweise nicht so stark wie die Boss-Bosse. Und ich muss Skizze machen. Okay. War zu easy, oder was? Du hast Elden Ring gespielt, dann ist alles irgendwie erstmal wieder ein bisschen Kindergeburtstag, ne? Gerade für Stride. Okay. Das ist dann wohl zu easy für einen Dungeon Boss. Oder der Oberbeschützer des Königs. So, jetzt wollen wir doch mal sehen, ob das nicht auch mal funktionieren kann. Nein, man kommt da nicht hoch. Wie mache ich das denn am besten? Ich muss in die Lücke springen, ne? Das ist dummes. Nerfy, warum bin ich denn zu blöd da für den Absprung? Na, ist so. Vor allem war es jetzt schon der zweite, der fast genauso stattgefunden hat. Doppelt hier mal Bild, ne? Und so, ihr wisst ja. Oh, jetzt schaffe ich nicht mal den hier. Easy. Man fast schon bis zum zweiten durch, war auch, wenn man richtig gut das Timing erwischt. Mal raus aus meiner Höhle. Nein. Oh nein, das Ding hat mich noch erwischt. Bei vertonten Cutscenes stelle ich dich übrigens wieder stumm. Ja, kein Problem. Damit kann ich leben. Muss ich leben. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Komm mir nicht an dich ran. Dann sitzt da ein Problem, Freundchen. Würde ich aber raufhacken auf die Tastatur da. Mag, mag. So, jetzt haben wir wieder einen galanter Sprung hier.
Soll ich mal probieren? Soll ich mal probieren? Zweite Stufe, zweite Stufe. Schaffen wir nicht, schaffen wir nicht, schaffen wir nicht. Scheiße, zurück. Ein bisschen brenzlig doch, ne, mit dem gerade jetzt hier. Machen das mal. Ja, mal wieder ein bisschen Mucke. Leuchterauge. Was mache ich? War nicht schnell, wurde mir noch der Schädel rasiert, wa? Ja, es war ein bisschen clunky, es war ein bisschen spät losgelaufen. Und auch nicht der kürzeste Weg zum Ziel. So, jetzt aber gut. Jetzt war schön gewesen hier. Sterberei. Ab jetzt wird nicht mehr gesterbst. No sterbsing anymore. So, mache alles schön weg da. Nein, lass mich rein. Lass mich raus. So, sicher jetzt. Die Sicherheitsvariante. Schon wieder Leuchteraugen da. Alter Leuchte, Skeletonmann. Skeletonmann! Geh in die Ecke, Mann. So, jetzt aber. Schubrakete! Seelen einsammeln noch! Strike. Da muss man halt echt ordentlich Schubrakete geben. Nicht eine Sekunde. Verharren lassen. Verziehen. Ab in die Corner. Bringe ich einfach dahinter und nehme ein bisschen Lavaschaden mit. Doch erst, wenn er sich gedreht hat, wenn ich nicht noch seinen Spin-Move abkriege. Oh, das war ein bisschen... Oh, ich dachte schon. Man könnte da einfach locker reinspringen. Das war schon wieder fucking knapp. Ein bisschen spät eingefallen. Das ist the way. Immer noch besser als in die Lava.
Dachte, jetzt habe ich hier einen Hebel nicht aufgemacht oder was? Na, jetzt schon Boss-Action? Nee, ne? Doch, cool. Hey. Who is this? Wer wartet denn da auf die Lia? Hinter seinem dunstigen Dunstnebel. Seinem güldenen. Boah, er ist ein random gelber Nebel, aber ist ja Gold, der Nebel, ne? So. Denk mal so, ne? Was ist denn? Was haben wir denn hier? Ah, okay. Du bist hier auch nochmal vertreten. Verstehe. Ich dachte, er macht noch einen Wirbler. Oh, das war ein bisschen gierig. Easy first try, oder? Brauche ich noch Scheiße. Boah, ich brauche noch Scheiße. Das war natürlich klar. Warum sage ich das auch? Never call Flex Shizzle. Asche des Bluthundritters. Bluthundritters. Bluthutritter. Nee, hat keinen Hut auf, ist ein alter Hund, is it? What is it? Der Geist eines Bluthundritters, den sie den tollwütigen Streuner nannten, ergreift sofort und ohne Unterlass an, nachdem er herbeigerufen wurde. Flo legte den Schwur ab, nur einem einzigen Gebieter dienen zu wollen, einem wahren König. Und so kam es, dass der tollwütige Streuner nie einen Herren fand. Jetzt keinen wahren König in den Landen gab, aber jetzt bin ich ja da, Freunde. Lia ist da, alles schön. Kannst frohlocken. Okay, um die ging es. In the quest. Ist das echt so klein, das Teil hier? Das Grab? Ich dachte, da wäre irgendwie noch mehr. Da jetzt schon der Boss kam, hat mich overraged. So, wir schauen mal auf unsere super To-Do-List. Oh, Deathroot. Abgehakt. Zack. Ekchen. Jetzt. Ich glaube, das habe ich schon gemacht. Ich mache schon mal einen Haken. Direkt am Limgrave Kolosseum, den Invader da, den NPC. Kann sein, dass ich den schon gemacht habe. Aber sollte. Ich hoffe mal nicht, dass das jetzt komplett alles zermürbt. Dann. Zellen sollte immer noch in den. Oder beziehungsweise ihr Trugbild in den Waypoint Ruins sein. Okay. Celia Hideaway. Da habe ich geguckt, wo das ist. Da müssen wir dann einmal durch Celia durch. Koko. Hammer. Immer hier schnell noch irgendwas war hier noch gewesen. Halten wir uns an die Liste. Keine großen Experimente. Vor 18 Uhr. So, Mist jetzt. Ah nee, doch, Istvan ist das. Von wegen Haus Vulkan. Okay, nee, das habe ich natürlich noch nicht. Der wird uns ja hier auch... Cool. Da kommt am Anfang ja, glaube ich, auch erstmal ein anderer. Deswegen, ich habe mich schon gewundert, dass es noch nicht Istvan. Wir haben ja schon den Auftrag vom Haus Vulkan. Wir werden da jetzt mal hinfahren und ihm eine reinhauen.
So sieht's aus. Ab in im Kolosseum. Ein bisschen PvP machen, just for fun. Mit Lia von Lorenstein. Einmal in die Arena begeben. Wer hat Bock? So ist die, Baby. Danke, dass du mir noch ein bisschen Leben abgeknabbert hast. Hat er? Ah, falsche Waffe. Hat weh getan. Ah, das ist gut für die Waffe, mal ein bisschen Timing lernen. So einer bist du. No! Fuck in die Hose. Das ging in dieselbige. Ein Parry-Versuch noch. Spät. Viel zu spät. Special Attack, ich dachte, den kann ich nicht parieren, aber ging. Oh! Aschmann! Geil, okay, cool, dass man sowas parieren kann. Nein! Das war's gewesen. Ist warm, the old knight. Sweet. Cool, cool, cool. Oh, und eine gute Rüstung. Ey. Die Rüstung von Istvan, dem alten Ritter. Das zersetzte Metall ist mit steinharten Schuppen verstärkt, was sie absolut effektiv gegen nichtkörperliche Angriffe macht. Istvan ist einer der wenigen alten Befleckten, die bis heute überlebt haben. Okay. Gerade ob noch irgendwas Neues bei den anderen Sachen steht. Nee. What?
der Befleckte, der heute überlebt hatte. Maschine gewesen. Ist wann? Subs. Oh, und sie ist noch da. Sehr schön. There you are, my apprentice. Shall we commence the lesson? Was soll ich denn mit dir machen? Seht das da? Talk to Cinema and get the key. Muss einen Schlüssel von ihr kriegen. Okay. Also, wenn wir alles dafür tun. Was nötig ist. What's this sorcery, my apprentice? Ah, then you have seen Master Azure. Master Azure was a founding Glimstone sorcerer, and my first teacher. A stern judge of men. But he must have seen something in you. You make us both proud. We can speak more later, my apprentice. If you recall, I was exiled from the Academy of Rhea Lucaria. It was for attempting to restore the primeval current of Glimstone sorcery. The toothless pedantry peddled by the Carian royal family can rot for all I care. I want glimstone sorceries that open our minds, unbound by terrestrial taboos, no matter what we give in return. My apprentice, I presume nothing. Teacher and student are not bound to tread the same path. But hear me out, my apprentice. I need your help to restore the primeval current of Glimstone sorcery. Perhaps this is a journey we could take together. Splendid. I thank you. This pleases me. Gib mir Schlüssel her. It's been far too long since I found a fellow kindred spirit. You must have a fabulous teacher. Eine Bitte? Ich hätte da eine Bitte, große Lehrmeisterin. I need your help, my apprentice. Master Lusat is another founding Glimstone sorcerer. And like Master Azure, he was banished from the Academy. Now he languishes in prison somewhere. My apprentice, can you find Master Lusat? With this Glimstone key, you should be able to cross the boundary that encloses him. Elianischer Siegelbrecher, okay. Getting interesting. The primeval current of Glimstone sorcery. He's nigh a child of the stars, such is his body now. Finden wir den denn? Expulsion from the academy, I heard that Master Lusat returned to his home, a place called Celia in the eastern Caelid wilds. Thinking about it. Okay. I obtained the glimstone key I gave you from a Celian sorcerer. It wouldn't be too much of a leap to suppose he's still cooped up nearby. Schriftrollen und so muss ich hier nicht überreichen, ja? Wir uns immer irgendwas Schickes mitnehmen. Weisheit 12 könnte man fast mal machen. Wem kann ich denn sonst noch die ganzen Zaubersachen geben? E.G. Hier der Schildkröte. Das geht ja immer, ne? You wish to resume the indeed. That. Haben wir hier schon so viele Schriftrollen am Start?
immer noch mit noch mehr Magiern zu tun, denen man die dann noch, von denen man noch mehr. Is that a scroll? Takes me back to my academy days. Very well. This is sorcery with which I'm not entirely unfamiliar. I'll be sure to incorporate it into one of your lessons. Never lose that inquisitive spirit, my apprentice. Apprentice. Wie rollt das eher so, ne? Wir sind ja eher so in Wunder. Wonder guys. I wonder why and I wonder how. So, okay. Achso, den Schlüssel wollte ich noch lesen. Quest Items. In der Lage, das Siegel zu brechen, das Meister Lusat gefangen hält. Ja, die Stadt der Zauberer liegt in Kaelid. Dieser Schlüssel soll im Besitz eines seljanischen Zauberers gewesen sein. Haben wir denn da schon was in der Nähe? Waren wir schon in Zay? Ja, noch nicht so richtig, ne? Ja, doch. Bestimmt schon. Wir müssen irgendwie nach oben, glaube ich, und der ist hier hinten in so einer Höhle. Irgendwo in der Höhle. Noch irgendein cooles Schwert benutzen, oder? Im anderen Charakter? Scheiße. Aber trotzdem nicht. Nein, ich will... An die Rückmassage. Wir haben ja auch schon alles gemacht, ne? Sehe ich doch richtig. Können wir mal hier Jolly Jumper rufen? Die Flammen brennen schon und dann haben wir da auch schon alles mitgenommen. Sehr gut. Alter, wie der Kopf da über den Boden geslidet ist gerade. Was ist denn jetzt los? Ob das immer nicht hier von dem alten Zauberer ist, der hier hausen soll. Kavusch. Versteck von Celia oder so. Ich weiß nicht genau, wie es auf Deutsch heißt. Ich habe vorhin nur auf Englisch nachgeguckt. Irgendwo muss hier eine Höhle sein. Hier war ich, glaube ich, auch noch nie.
Das ist er wohl, wa? Gutet gewesen. Du hast auch noch deine Skeletons. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich schlecht. Ich muss schon ein bisschen mehr bedacht. Ich will nicht mehr sterben jetzt hier, Kollegen und Kolleginnen. Schön, dass ich hier gewesen bin, aber don't wanna sterbs anymore. Muss jetzt mal ein bisschen schlau wie Schlaumann sich handeln. Achtung! Schlau wie Schlaumann kommt. Alle in Deckung. Die diese Schlauheit nicht tragen können. What? Warum ich schon gesehen, wo wartet der nochmal? Wo war der gewesen? Räumen wir sonst einfach erstmal hier auf. Aber da war doch direkt noch bei ihm auch einer, oder nicht? Das ist aber irgendwie so ein komischen Reach und alles und Dauer und Verzögerung. Hey, das war der Backstep. Ich kam nicht aus der Backstep. Animation. Satisfaction. Okay, aber ich dachte, er hat jetzt irgendwas Questmäßiges. Ist im Blut. Warum steht er so davor?
Normaler Schmied, ich dachte Dunkelschmiedestein 7. Schade, wäre schön gewesen. Aber können wir auch gebrauchen. Gut verwertbar. Auf jeden Fall. Ist er da an dem Schloss? In der Feste. Wo Peste. Oh, darf ich den hier überhaupt machen? Darf ich den schon machen? Den Dicky, McDickenstein. Da liegt ja so ein ganz alter, fetter Drache. Seit tausend von Jahren, kann sich nicht mehr bewegen. Den kann man mal seinen letzten Wunsch erfüllen. Dankt er sich mit vielen Runen. Ne, das ist Ferris. Festung Farod. Guck mal auf die Karte. Okay. Muss irgendwie unter der Feste sein. Feste Popeste. Immer feste drauf. Aber nicht bei Radan in der Höhle, oder meinen Sie diese etwa? Ja, die Hardcore-Dungeon überhaupt. Wenn ich mich so recht besinne, können wir eigentlich knicken mit der gutsten Lia. Oh, ich glaube, das ist gemeint. Also hier, Sayers Hideaway. Nee, das ist die Höhle bei Radan. Das muss noch woanders sein. Ist das versteckt, verzaubert? Von einem Illusionszauber verborgen. Das ist doch schon Radanski hier, oder nicht? Nee, warte mal. Nicht jetzt? Okay. Nee. Hier saß Millicent. Die Kirche ist hier.
Oh, Leute. Leute von heute. Don't hit me. Wurde angegriffen. Kann man sich das vorstellen? No! Eine Frechheit. Ich dachte, die Kugel wäre jetzt weg, weil ich den Magier tot gemacht habe. Aber es war anscheinend nicht der richtige Magier. Celias Versteck. Wir brauchen Celias Versteck. Kann doch nicht so schwer sein. Buddies ab. Karte ist es ja genau hier irgendwo. Wie Sie sehen, sehen Sie gar nichts. Muss ich hier irgendwo den Schlüssel hochhalten oder irgendwas? Doch auch keine Geheimwand irgendwie für eine Höhle. Das wüsste ich doch. Hätte ich doch schon mal irgendwo gesehen. Hier versteckt der Weiß auch nicht. Wie echt jetzt, Leute? Leute, Leute. Okay. So, wo war der Zauberer? Hinter diesem markanten Grabstein bei ihm wird es wirklich eine fucking Secret Wall geben. Da ist der Zauberer. Der ist auch wieder da. Okay. Lustig, lustig. Fahren wir uns mal kurz aus. Dass ich das noch nie... What? The Shizzle! Okay, hier ist auch die Nachricht. What? Leute, das muss man hier mal... Weiß das schon jeder außer mir? Ich glaube nicht. Richtig, richtig gespannt. Neuer Dungeon, den ich noch gar nicht kenne. Sweet. Rüsten wir uns dafür natürlich mal mit dem wichtigsten Item überhaupt, den Regenbogenstein. Mit unserem kleinen Lämmchen. Lammy. Lammy Kravitz.
Ah, Feuerbomben ist immer gut dabei zu haben. Hat meine Oma schon immer gesagt. So, du darfst ganz kurz ruhen. Lia-Style. Nein, nicht wechseln. Ah, oh, ich bin immer so blöd, ey. Wollen wir die lockere Begrüßung her? Cool. So, wir chillen hier kurz mit Lia. Immer mal ganz kurz einen kleinen Snack holen. Und nochmal eine kleine Tasse Kaffee. Ganz klein. Little one. Okay, bis gleich, Leute. Also. Okay, dann gehen wir da mal rein. Also, ey. Ballert's in Chat. Wer kennt diese Höhle? Wer hat sie gefunden? Ich meine, man kann auch natürlich drauf kommen, ne? Gerade wenn man die Quest verfolgt und den Dialog mitkriegt. Sie sagt einem ja, da ist der Zauberer auch und so. Dann überlegt man sich, ja, was macht hier so ein einzelner Zauber? Ein Caelid einfach. Da muss doch irgendwie was dahinter stecken. Weil das hier ein riesiger Dungeon wortwörtlich dahinter steckt. Das hätte man nicht gedacht. Celias Versteck. So, Zeit für ein Umstyling. Haben wir denn alles Schönes? Brauchen natürlich wahrscheinlich ein bisschen Magieresistenz hier, ne? Da ist natürlich das Ding. Schon mit am besten Magieresistenz 13,3. Geht noch was darüber. Nee. Boah, die sogar. Aber dann sind wir gleich auf... Nee. Sweet. Der Rüstung des ältesten Befleckten schon so dahin... Wie oft geflickt hier mit Steinen und was weiß ich alles. Aber vielleicht haben die sich auch im Kampf da reingefräst. Man weiß es nicht. Ist aber optisch nichts für Lia leider. She can't. Jedenfalls nicht so in der Zusammenstellung. So, was haben wir denn hier? Magieschutz 3,1. Hier haben wir schon mal mehr. 4,6. Oh, Kuchen 4,8. Komm, Kuchen. Können wir hier natürlich eine Menge geheimer Wände vermuten, erwarten. Verborgener Pfad voraus steht hier schon gleich, okay. Voraus kommen ein paar wahrscheinlich. Warum immer Dunkelheit? Hast du keine Lampe? Was ist da? Krieger voraus benötigt. Aber ich meine Fackel in die Hand nehmen, ist ja echt stockdüster hier. Ja, Waffe geht das? Stein, Trolle oder was auch immer. Minen-Golems. Ja, das war mal ein Albinaurek, wa?
hört's. Ist das der einzige? Gibt's hier nicht vielleicht schon was anderes? Kleines, kleine Ecke. Da bin ich gekommen. Und die Verzauberung schon nicht ganz so gut. Er gibt dann gleich eindeutig den Hinweis, da geht's nicht lang, brauchst die geheime Wand. Die sind immer so offensichtlich und dann kommt irgendwann mal eine super unoffensichtliche. Oh, Kristallhöhle. Here we go again. Hier geht gar nicht gut. Komm ich nicht durch. Will er jetzt zu mir kommen? Checkt er das? Fällt ja wohl irgendwo runter, bitteschön, und zauberst mir nicht gleich in den Rücken. Oh no! Ist es das, was ich denke? Es ist das, was ich denke. Fuck in die Hose. Das ist Drecksvieh 2000. Ist auch hier zu Hause. Da will ich jetzt so nicht runterdroppen. Verständlich. Hoffe ich doch. Also, sie hat den Backstep daneben gesetzt. Seien die trunken, Lia, oder was los? Ach, keine Dings mehr. Wenn mich da nicht an einen Rücken dran lässt. Das ist halt mit meinem Feuer zu tun. Mögen sie gar nicht. Super spannend gerade. Neuer Dungeon. Oh. Könnte in die Hose gehen. Was drauf. Guck, guck, cool. Danke. Mach doch keinen Ärger. So, hier bin ich rumgegangen. Da hätte man runter. Dann droppt man auch da drauf. Da wahrscheinlich auch lang.
Eine geheime Wand. Nee. Does not look alike. Zurück. Oh. Hey, da würde man schon runter. Ich habe geguckt, ob ich von hier oben irgendwie schon mit Feuer beschmeißen kann oder irgendwas. Unangenehm. Das zu wissen, dass es da unten ist. Aber wie krass, ey. Dass ich das auch nie irgendwo in irgendeinem Video gesehen habe. Dass es eine fucking Höhle hinter einer riesen versteckten Geheimwand gibt. Kannst ja keiner erzählen. Oh, auf beim Fensterkauf. Warte mal. Warten Sie. Stimmt schon, die eine oder andere verpasst. Wenn hier nicht mal ein weißer, stinkiger Drache am Ende wartet. Weiß ich aber auch nicht. Irgendwie lang. In der Kies. Wüsste ich doch. Immer ein Auge auf die Umgebung, weil hier ist es bestimmt. That's cool. Sowas gerissen bei Final Fantasy. Das ist hier cool, ey. Ich habe eine Höhle entdeckt, die ich noch nie entdeckt habe. Thelias versteckt hinter einer fucking scheiß Geheimwand, ey. Ich das echt. Ich bin komplett buff. Lia erst. Für Lia sowieso das erste Mal. Okay, aber super crazy verwirrend hier. Da ist schon der Boss. Kann ja wohl nicht sein. Wir müssen ja auch einen Magier finden. Wahrscheinlich ist der nicht in der Bosshöhle. Nochmal durch. Ich muss jetzt gegen den letzten Elementarfürst antreten, dem Feuerfürsten Rubikanta. Die sprechen in Deutsch noch das E mit. So wie ich. Rubikant. Alter. Schneckenhausen hier. Hey, Zauberer, wo bist du? Kurz mal die Nachrichten ballern. Scharlachfäule. Weed. Oder auch nicht. So, fuck die Scheiße. So, jetzt hier jede einzelne Wand ankloppen. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich ganz zurückkomme. Ich ja sowieso nicht mehr. Warten Sie mal. Mich von da runter. Frischer Content und Healern, ja, also instant wahrscheinlich, oder? Ist das dann auch Crossplay mit PC? With the PC? Kletterhöhlen, Bergsteigertour hier. Höhlen, Abenteuer, Erfahrung. Hier ist Crossplay.
10 Sekunden, ey, würde ich bitten. Das geht ja aber gar nicht. Will ich hier erstmal alle anscheißen, warum die so lange gebraucht haben. Und der beste Healer auf sie wartet. Oder Healerin. Hey, hier waren wir noch nicht. Oh, Bams! Strike. Katzenhirsch. Ihr Spür for the win. Kristallspeer. Eine neue Waffe, die ich noch nie hatte. Das müssen wir uns angucken. Ein bisschen Magieschaden. Weisheit 16. Einen mächtige Magie gehüllter Speer aus reinem Kristall. Kein Mensch konnte solch eine Waffe fertigen. Angriffskraft skaliert mit Weisheit. Die Kristallianer verfolgen ein klares Ziel. Sie beschützen ihre Kristalle bis in den Tod. Manche vermuten, sie warten auf die Rückkehr ihres Schöpfers, damit er neue Gefährten formt. Also ein Kristallgott gab es also auch. Ja, wir wissen mal ein bisschen mehr über die Kristalltypen. Der Speer ist bestimmt nicht schlecht, ey. Wenn der hier so versteckt ist und so. Der für ein Special, da habe ich gar nicht geguckt. Aufspießender Stoß. Ich hab's normal ist. Der normale Speer, super Angriff. So, noch eine Geheimwand hier irgendwo. Ja, aber nicht der Zauberer. Das Licht hierher. Alter! Ist hier noch? Wo sind wir auf der Karte? Das würde ich ja gerne wissen. Wenn man hier in diese Höhle... Kann man wahrscheinlich auch da rein, oder? Wenn man durch das Loch springt, meine ich. Abgefahren. Müssen wir mal gegenchecken auf der Map. Und sich das markieren. Mache ich mal was, was ich sonst nie mache. Ich mache einen Marker auf die Map. Also geht er jetzt schon weg, weil ich direkt da war. Okay, warte mal, bevor ich da jetzt runter jumpy. Von da gekommen. Sieht so aus, als ob es dahinter weitergeht. Hallo? Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. Ich kann eigentlich null Healer spielen, aber der Sage ist eher so eine Art Auto-Healer-Shielder. Okay, ich finde einfach keine Player. Wir sind jetzt schon zwei Healer. Geht doch. 3 Minuten warten. Ja, um die Zeit, ne? Das ist vielleicht noch so ein bisschen. Wenn das crazy Endgame-Content ist. Ja, auch mal so, obwohl die meisten Spieler sind da ja wahrscheinlich schon im Endgame unterwegs. Wo es ja auch gerade ordentlich boomt, ne? Da werden wahrscheinlich auch immer noch viele neue Spieler dazukommen. Das war Richtung Boss jetzt schon wieder, ne? Ja. Oh, jetzt das Telefonat. Ja. Ganz kurz telefonieren.
Längste, was ich warten musste, waren fast 6 Stunden. Hast du aber nebenbei noch ordentlich trotz die Weltherrschaft wahrscheinlich an dich gerissen. Oder Wohnung geputzt. Kann man ja manchmal so eine Sache nebenbei. Echt 6 Stunden, krass. Das nicht gerade irgendwie die meisten Spieler und so? Hab ich da nicht mal was gelesen gehabt? So, wir müssen hier diese Höhle erkunden und einen Zauberer finden namens Altus? Nee, das war das Altus-Plateau. Atlas? Nein, da sind die Länder drin. Irgendwie sowas. Afluf? Atlof? Wenn wir ihn finden, werden wir es sehen. So, sehr gut. Das Telefonat. Getan. Wenn wir uns jetzt hier schön drauf einschlonzen. Hier war die Schatztruhe, ne? Soll ich mich nochmal an den Anfang beamen? Wie viele Seelen habe ich denn überhaupt? Kann sich ja hier auch immer gar nicht an Anfang beamen. War da überhaupt, war da gar kein Leuchtfeuerchen? Habe ich das nicht angeknipst? Oh, ich bin ja so ein Ochse. Und das da oben für einen Gang, kommt man da hin? Da bin ich von hier gekommen, wahrscheinlich, ne? Aber kommen wir ja nochmal zurück. Da ging es ja noch runter zu dem Scheißviech. Da muss es wahrscheinlich irgendwie sein. Hätte ich jetzt auch schwören können, dass das hier eine Geheim-Action ist. Oh, man hört es schon. Will's gar nicht. Das sind echt die dreckigsten Drecksviecher, ne? Egal wie strong, egal wie gelevelt du bist. Die nehmen dich einfach immer completely auseinander. Kannst du machen, was du willst. Habe ich noch kein Mittel gegen gefunden, außer die irgendwie zu cheesen. Und irgendwo mit Range-Sachen. Ich hab's auch schon mal so umgehauen, aber das ist weniger als 50-50, sag ich mal. Über der Johnson. Wahrscheinlich beamt er sich auch zu mir hoch, oder? Kann der sich zu mir hoch beamen? Nämlich schon so oft passiert, wenn man den versucht von irgendwo zu cheesen, dann beamt er sich einfach neben dich und sagt, ja, war schön gewesen. Ey, so machen wir das hier. Nicht anders. Lia wird einen Teufel tun, da runter zu springen zu ihm. So, kannst du dich aber mal ein bisschen zeigen. Das wäre natürlich herzallerliebst. Meine ganzen Kordelsachen mal hinter uns fallen lassen. Habe ich keine Kordelsachen? Das sind gar keine Dinger. Ich dachte, es gibt auch solche, die man so nach hinten schmeißen kann, wie bei Dark Souls. Wo gab's die? Dark Souls 3. Doch, gibt's aber, ja. Komm her hier, zeig dich. Biest. Biestiges Biest. Biestiges Scheißbiest. Schmeißt du auch zu weit, ne? Ein bisschen. Ja, kommt an.
Fehlt dir nicht das Feuer, wa? Ja, komm doch mal lieber raus. Ich muss ihn irgendwie umlocken. Er ist scharf auf mich, der Gutste. Hängt er da auch immer direkt unter mir. Oh nein, ich habe keine Mana mehr. Ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig, als uns in die Höhle des Löwen zu wagen. Hi Nancy, in the tonlos lurk. Heute Mode hier, oder was? Können das alle nicht mehr hören. Komm doch mal hervor, du kleines Wesen, damit ich dir zeigen kann. Hier ist was hinterm Tresen. Strike. Wo ist es? Bitte der Todesfleck hier. Oh shit. Mich fast selber in den Tod gestürzt. Der Todesfleck, der hat bestimmt auch von da oben geworfen, ist dann abgerutscht, runtergefallen und hat sich zerfleischen lassen. Wollen wir es uns angucken? Safe. Ne, hat hier schon mit dem Typen Probleme gehabt oder was? Ah, okay. Dann nicht. Dann halt nicht. Wo ist das Viech schon wieder hin? Weed. Okay, cool, cool, cool. So, einfach mal runter da. Also irgendwo muss der Zauberer ja stecken. Frage ist nur... Gut aus, ne? Wenn die nicht zerspringen, dann überlebt man's. Heißt das in den Legenden. Hier ging es auch irgendwie anders lang. Wir müssen ja mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Das ist mir noch so düster mit der kleinen Lampe. Ah, Versteckermann. Sehr lustig. Heißt das, dahinter gibt's was? Nee, ne? Wie er hinter dem Kristall hervorgelugt hat. Well. Da bin ich, haha. Aber dann hat's irgendwie... Ein weiterer Plan war nicht so ganz richtig ausgeklügelt. Achso, das sind meine Steine. Ich dachte, was glüht denn hier so? Schlau wie Schlaumann-mäßig. Ey, wo ist der fucking Zauberer? Und besiegt. GG. Echt so schnell? Wie lange? Krass. Gibt's da nicht auch so richtig dicke Raids-Dungeons? Wo dein halbes Leben dran sitzt? Okay, hier rüber hätte man wahrscheinlich finden können. Ja, aber immer noch kein Zauberer. Das ist mies. Mal kurz da unten gucken, ob da irgendwo, bestimmt da unten irgendwo die Geheimwand. Geheimste Geheimwand, die je jemand gesehen hat. Leute, wir sind hier im neuen Dungeon unterwegs.
den ich vorher noch nie entdeckt hatte, der auch hinter einer richtigen fiesen Geheimfelswand steckt. What the shit or what? Der Versteck von Celia. Unglaublich. Ist nur die Ecke. Gab's hier irgendwas Cooles? Lag hier irgendwas Cooles rum oder fällt man einfach nur zu dem Scheißtypen da in die Falle? Hier geht's irgendwie noch rüber, Leute. Komm ich da rum? Au! Es wirkt fast zu glitchy. Als das ist. Eine valide Option wäre, aber. Na, roll, roll, roll. To the darkest Höhle. Von allen Fürsten bis jetzt der beste, richtig cooler Boss. Das war nur die einfache Version. Die einfache braucht man nur für die Story, die schweren und richtig böse. Und Dark Souls Level, cool. Und GG. Auch eine gute Truppe dann dabei gehabt. Halbwegs. Da immer so eine Frage dann. Wo steckt hier dieser Zauberer, dessen Name mir entfleucht ist? Meister Lusat. Lusat. Lusatovic. Wo stecken Sie? Gefühlt eigentlich jede Wand jetzt schon angerollt, die uns zur Verfügung steht. Alles angerollt, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Aber kein Erfolg. Soweit. Lights on. Hier geht's nochmal zurück, ne? Habe ich hier schon? Ne, hier geht's nicht zurück. Completely crazy, diese Höhle. Ich sage, wenn mich da kein weißer, schuppenloser Drache mit stinkiger Laune erwartet, dann bin ich aber enttäuscht. Am Ende der Fahnenstange hier. Dann mal hoch. Das bringt mir nichts, ne? Da habe ich schon gegen geballert. Surely. Schon überall. Wo kann er nur sein? Das kleine Zauberschwein. Uns einmal. Gib's einmal. Da war ich jetzt immer noch nicht, ne? War ich immer noch nicht. Da ist doch bestimmt auch irgendwo Mr. Zauberguy. Sollen wir hier irgendwie zu cheesen mit einem nicen Sprung? Nee, wird nicht klappen. Hier irgendwo hochrappen.
Muss doch hier irgendwo rechtzeitig dann eine scheiß kleine heimige Geheimwand geben. Ah, wartet mal. Wait. Da fällt mir was ein. Yes. Ich hoffe, das haben sie nicht rausgepatcht. Da habe ich nämlich mal ein Video gesehen. Mit dem Ding kann man auch super Geheimwände öffnen. War im Umkreis immer von, also wenn sie es nicht gepatcht haben, was weiß ich, 10x10 Meter mindestens. Und weiter nach vorne noch und da dann rückwärts wieder hoch. Bräuchten wir, müssten wir natürlich mal eine Wand haben, ob das überhaupt noch geht. Ob der Magier hinterm Boss steht, das könnte natürlich auch noch sein. Aber ich habe so das Gefühl, haben wir eben auch gesehen, eine Sache auf jeden Fall noch nicht ausgecheckt. Bringt uns das irgendwas? Nee, ne? Wenn da oben eine Nachricht steht. Oder irgendwas Belustigendes sein. Das ist doch merkwürdig. How do we get there? Geht das vielleicht auch nur mit FP? Mit Magic? Ressourcen? Die ich nicht mehr habe. Stimmt irgendwie hier. Warte, da ist der Durchgang, dann war es da links, ne? Kennt sich hier jemand in dieser geheimsten Geheimhöhle aus, die hinter einer geheimen Wand verborgen war? Oh hier, das sieht gut aus. So. Eine Höhle, da ist auch eine Höhle. Seh dich doch. Eine kleine Höhle. Mike. Guck mal. Ich hoffe, das bringt uns. Ah, hier, guck mal. Nicht nett. Wie ihr wisst, sind wir nicht mehr großartig ausgestattet mit irgendwas. Aber wir können ja basteln. Nicht alle auf einmal. Anstellen bitte. Ich wollte eure Party doch eigentlich gar nicht stören. Ruhe jetzt hier im Karton. Warum ich nicht gleich hingegangen bin und ein Kristallianer Asche. Ja, da fahren wir wahrscheinlich noch ein bisschen was über die. Der Geist kämpft mit rund Kristallklingen, sowohl großen als auch kleinen. Sein vor langer Zeit aus Kristall gemeißelter Körper ist so hart, dass er auch den schärfsten Klingen trotzt. Aber Treffer mit Keulen lassen ihn schnell zerspringen. Das hat man schon gemerkt.
Ich jetzt? Safe mitgerechnet. Hier wieder hoch. Nein, der Magier ist auch nicht hier. Ja, Leute, schön gewesen. Scheiße. Wo ist Senor Lusat? Monsieur Lusat. De la Platte. Und wie viele Kapitel hast du da noch vor dir? Storymäßig? Story. Jetzt ein neuer DLC quasi, ne? Stimmt. Weiß man vielleicht gar nicht, ne? So, hier alles angerollt, würde ich sagen. Und nicht bei drei auf dem Baum. Machen wir hier schon, machen wir hier. Ja, ja, ja. Ah, jetzt habe ich wieder nicht. Margit Shackle. Shackle Manackle. Ich hoffe, das funktioniert noch so. Sonst. Wollte eigentlich quasi dann fast mit einmal alle geheimen Wände in der Wand sofort sprengen. Oh, guck mal, hier kriegt man eine schöne Nachricht sogar. Soll ich jetzt erstmal beim Boss reingucken? Aber nicht, dass er dann irgendwie weg ist aus der Höhle. Das könnte passieren. Sollte nicht. Nach Möglichkeit. Aber hier haben wir auch schon alles zehnmal abgesucht. Okay. Wird noch ordentlich supported, ja, und ausgebaut. Ist das nicht schon super lange draußen auch? Gab's das nicht auch schon für Lazy 3? Nee, ne? Da liege ich falsch, oder? Da war das Drecksvieh unten. Da oben schon drauf, ja, ich glaube. Da dann auch. Oh, hier waren wir noch nicht. Meine ich doch, oder nicht? What? What? Shit. Okay. Ha, ich bin so schlau. Ich bin so gut. Ich finde alles. Man verliert nicht den Mut. Da da da, ba da di do, da da ba, schnapp, schnapp, Voodoo, und come on, kein Voodoo, keine Zeit, crazy, hey, cool, cool, da haben wir ja den Schlüssel, für das magische Siegel. Na, er hat aber auch einen interessanten Helm. Er ist auch nicht mehr so ganz Mensch, wie sie schon sagte. Er lässt wahrscheinlich auch einfach nur einen Zauber fallen, oder was? Sterne des Ruins. Okay.
Nobler Typ. Das ist ein Monstrum. Was ist das? Noch was? Kennt man das Gesicht auch? Schon wieder so puppenmäßig aus, ne? Übersät von Schimmersteinen. Gucken, was der Zauber über ihn verrät oder über seine Machenschaften. Die Sterne des Ruins, eine legendäre Zauberei des Urzauberers Lusat. Feuert 12 dunkle Sternschnuppen ab, die ihr Ziel verfolgen. Diese Zauberei kann in Bewegung gewirkt werden und lässt sich durch Aufladen noch verstärken, Sweet. Als Lusat in die Urströmung blickte, sah er den Tod eines gewaltigen Sternsystems. Allein der bloße Anblick ließ ihn voller Entsetzen zusammenbrechen. Ja, diese verflixte, verbotene Urströmung. Hat's ordentlich in sich. Was meint ihr, was ist so gemeint mit der Urströmung im Kosmos, im Weltall, bei den Sternen? Und letztens ist mir auch wieder was mit der Sonne aufgefallen. Was waren das gewesen? Mit den goldenen Sternen. Hatte ich das mit ihr gefunden? Nee, ne? Noch nicht, glaube ich. Kommen wir wahrscheinlich noch zu. Ich hoffe mal. Ja, nice. Ey, cool, cool, cool. Dann können wir jetzt auch noch schön zum Boss. Wie viel Fantas habe ich noch? 7. Dann nichts mehr specialmäßig. Ich muss mir unbedingt mal, ein bisschen umswitchen. Mindestens 2 Mana-Tränke. Warte, falsch. This is wrong. Stars of Rune ist cool. Hast du eigentlich schon ein paar von Godwins Augen entdeckt? Die Shabriri-Augen oder was? Ja, da habe ich schon ein paar der Hayetta überreicht. Wurzeln oder Leichenbergen nach Augenausschau zu halten. Welche Augen meinst du jetzt? Which eyes? Welche meinen Sie? Sprechen Sie sofort, bevor ich das Verhörungslicht anmache. Ach so. Nee, das sind nicht Godwins Augen. Das sind Ofniers Augen, oder nicht? Ofnir, der alte Spion, der einem immer hinterher ist und deswegen auch viel Wissen aneignet, um gegen uns zu bestehen dann am Schluss. Also das glaubt er. Wenn du das meinst, was ich meine. Oder meinst du einfach die Todespest? So, wie ging es jetzt nochmal zum Bossmann? Schön gewesen hier mit der Höhle. Ich will jetzt hier raus. Lassen Sie mich hier raus. No! Oh, ging noch gut. Aber es war trotzdem blöd. Aber ich muss das unbedingt dann nochmal mit diesem Shackle probieren bei irgendeiner Geheimwand, die ich safe weiß. Ob das noch funktioniert und in welcher Reichweite. Kann man nämlich mit der nochmal ein bisschen rumprobieren, wenn die so funktioniert, wie sie soll. So.
Otzi Bossmann, sind Sie hier? Die Gesichter zu den Augen sehen so oft aus wie das Gesicht von Godwin. Dann meinen wir, glaube ich, schon dasselbe. Ja, ich glaube mehr, die kann man mehr so offen hier zuschreiben. Was? Nee, na, jetzt komme ich doch wieder hier in den Bereich. Nee. Idee ist. Wird wahrscheinlich nicht zum Parieren sein. Schauen wir mal. Wie geil, ich hab Ton. Schon ist das Trommelfell kaputt. Wer ist so laut? Ich oder das Spiel? Ich bin laut, ne? Zeigung, bitte. Warum bin ich denn so laut heute? Irgendwer hat mich hier hochgedreht. Zeigung. Hi, Kristall-Johnnies oder was? Die auch irgendwie Scharlachbeule machen. Und natürlich kein Damage kassieren. Erstmal 10 Stunden lang. Okay, das wäre natürlich interessant gewesen, hätte ich noch ein bisschen Mana gehabt. Ah. Ich muss hier den Stink hier immer erstmal kriegen. Und aufpassen, dass ich mich nicht mit Scharlachbeule anstecke. Das wäre sehr schön. Guten Tag, na, alles schön hier drei. Sich zu dritt da nebeneinander aufstellen, meine. Ja, ne? Nee. Turn around. Alter, warum hau ich denn immer die Backsteps daneben? Verstehe ich überhaupt nicht. So, jetzt könnte aber langsam mal brechen, ne? Ich brauche eine andere Waffe. Das ist echt da mit Schwertern auf die reinzuhauen, ist immer so dumm. Die brauchen ja auch richtig lange. Brauchen Magic und so einen Scheiß. Ja, 100% gestellt und hier ging gar nichts. Und dann im Büro auf einmal ganz nur noch schön gewesen. Alle schrecken auf. Hihi. Das wäre mal ein Real-Life-Reality-Clip wert. Komm, kriegst du auch mal einen zwischendurch. Damit du dich nicht ausgesetzt fühlst hier. Ausgeschlossen. Ausgeschließt. Am Ausschluss. Oh no, no.
Geht, aber die Scharlachfäule ist nicht so crazy. Die sind nur so halb verseucht. So wie Kristallviecher halt in Scharlachfäule wahrscheinlich verseucht werden können. Oh ey, jetzt machen sie ja wieder die Blockade. Das ist doch nicht möglich. Hey, jetzt kann aber echt mal gut sein hier. Vielleicht muss ich mal was anderes nehmen als ein Dolch, ne? Um die vielleicht mehr aufzusplitten. Splittern. Splitter! Oh, und schon wieder die Fäulnis. Fuck! Homeoffice, achso, ja. Zu Hause halt, Katze und so. Fuck! Ah, egal. Mit ein bisschen mehr Ressourcen ist das da, glaube ich, wesentlich angenehmer. Das hätte wahrscheinlich noch 3 Jahre gedauert. Ah nein, Marikas Pfahl. Ich wollte eigentlich zum Feuer mir ein paar mehr Tränke verpassen. Wie stockduster das hier auch ist. Leute, waren sie hier schon mal gewesen? In dieser hochversteckten Höhle. Ich bin absolut geschockt, dass ich die echt noch nicht gecheckt hatte. Und nicht mitbekommen habe. Irgendwas. Ach, jetzt seid ihr auch alle wieder da. Wie lustig. Lustig, lustig. Noch kein Plan, ob das richtig ist, ja. Yes, it is. Wen holen wir denn mal dazu? Keine Zeit gehabt, das eben zu machen. Das Treten habe ich bei dem. Boah. Können die denn nicht ab? Bestimmt Blitz, oder? So, du willst also als erstes. Machen wir. Amber. No! Ah, nicht ja. Denn, ah. Augen auf beim Fensterkauf. Ey, wenn er da ausholt mit seinem gegen Scheiß Kristallgezauber geschlonz, dann sollte man natürlich auch aufpassen. Sonst hat es keinen gestört. Gut. Dann ist ja gut. Und jetzt Mittagspause. Lecker, lecker Essing. Obwohl, nee, schon zu spät. Viel zu spät. Nancy. Feierabend. Feierabend, da, ich gehe jetzt die Höhle lang und die Schneckis nerven mich. Das weiß doch jeder Nase lang. Nicht gleich schon wieder denselben Fehler. Vielleicht wollen wir erstmal Skeletonmann. Oh, kann ich hier bitte hier durch? Kristalle. Die arbeiten natürlich mit denen zusammen, ne? Die Kristalle, die hier rumstehen. Klar. Sind käuflich.
Nicht gut. So, war schön gewesen. Nein! Was mache ich denn? Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Ich kotze mich an, weil ich zu blöd bin. Lia, was ist los gewesen? War es doch eigentlich schon. Vielleicht, weil die Blase drückt und ich es mich nicht entzückt. Denn ich bin zu gut beglückt. Da habe ich hier nochmal einen Moment Pause. Ich muss eigentlich schnell mal für kleine... Als Nörscher. Was? Irgendwer knistert doch hier noch. Sowieso klar, wenn ich jetzt weggehe, kommt eine Schnecke und spratzt mich weg. Steck mich einfach. Zack, versteckt, sieht mich keiner. No, keine Final Fantasy Story mehr, alles durch. Versus, glaube ich, Toffee. Wir schaffen das schon. Maria, machen noch ein paar lustige Streams bis dahin, dann denkst du gar nicht, zack, schon März gewesen. So, ich war kurz pausing. Oh, we have to dust. Wo ist Lia? Ja, ein bisschen dunkel, wa, Leute? Zack. Wer hat sie jetzt gesehen? Keiner kann sie sehen. Die Schneckis das peilen? Zieht das eigentlich immer mehr Mana ab? Nee, ne? Dumm, natürlich peilen sie das. Jetzt noch gar nichts an Bufferitis gemacht, shit. Na, und ich habe keinen Blitz mehr. Richtig dumm. Haben wir ein paar Seelen gehabt? Wahrscheinlich schon wieder verkackt, ne? Oh, Leute, ey. Bitte erinnert mich an die Seelen. Kann nicht sein. Wer zaubert eigentlich von denen? Wer macht die Zauberscheiße? Er hier, oder? Natürlich macht er sie.
No! Da aus der Ecke raus. Schon wieder Scharlachfäule am Start. Auch zaubern. Haben das Geist gemacht? Maul! Number one. We can have some fun. Heute ist das doch. Scharlachfäule ballert noch runter. War schön gewesen. Und auch der Stinky One. Kann schon mal unterschreiben beim Sensemann. Zack, die hat genug. Gibt's hier Backenfutter. Kristallschwall. Hey, hätte man natürlich auch gar nicht machen müssen wahrscheinlich. Ja, Schneckis, habt ihr dazu geguckt? Was schön gewesen. Was noch gestorben? Genau in die Mitte, sodass wir beide treffen. Achtung. Genius. Feuerschuss. Beide weg mit einem Mal leider. So. Cool, cool, cool. Das müssen wir tun. Das müssen wir tun.
Talk to Master Luzzat in Celia Hideaway. Talk to Selen at Witchbane Ruins. Witchbane Ruins. Wo sind die? Keine Ahnung. Wir suchen die Witchbane Ruins. Sind wahrscheinlich, ich glaube, die sind doch hier irgendwo in Liornia, oder nicht? Da findet man sie dann doch irgendwo. Da habe ich sie dann doch mal gesehen und da hingen sie bei mir immer nur noch in den Seilen oder war halb tot. Gucken, ob das jetzt wieder so ist. Witchbane Ruins. Die Hexenruinen. Hexenwattruinen. Bane. Windham nicht, Witchbane. Und hier oben bei den Windmühlen, bei dem. Sind ja auch Ruinen. Da, boah, Alter. Okay. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Quatsch. Hier mal meinen. With the Pat. Patty Patson. Bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja mal gespannt. Wollen wir uns mal schnell den dicken Drachen holen? Oder muss man das im Zuge irgendeiner Quest machen? Bestimmt nicht, oder? Den dicken Drachen? Sind mal schön 70.000 Mark einfach so auf die Hand. Ach. Aufgeschissen. Darf man auch so kein Risiko eingehen. Kein Risiko. So, haben wir hier eine in der Nähe, ja. Die vierte Kirche von Marika. 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 Auch gemacht, dieses Spiel, ne, für sächsischen Akzent. Ellenring. Spiel, nochmal hier ein Ellenring. So, Audi, hier, das können wir auch mal schnell machen. Mal in den Copyshop gehen. Überhaupt noch Copyshops? Ja, ne? Mein einen, zu dem ich früher ab und zu mal hingegangen bin, den gibt es nicht mehr. Aber ich glaube, es gibt sie noch vereinzelt. Wie, warum geht das denn jetzt wieder nicht? Was mache ich wrong? Habe ich die schon benutzt? Schon ausgenutzt? Gibt's doch nicht. Wieder Lust auf Dark Souls. Komisch, aber ich meine, ich habe da noch alle Echos. Ich habe die da noch gar nicht.
Nee, dann habe ich die ja sowieso erst recht, wenn ich die kopiert habe. Lustig, lustig. Wo sind denn die scheiß Ruinen hier? Hier. Direkt daneben gestanden. Mache ich das weg? Mache ich das weg? Darf ich das wegmachen? Muss ich? Soll ich? Kann ich? Darf ich? Feuerball! Achtung! Kamehameha! Vergiftet? Warum mich vergiftet? Das ist die Giftsuppe. Ihr seht. Das ist nicht nett. Ja, es sind auf jeden Fall auch Magier, ne? Da diese komischen Steine, irgendwie verwandelte Magier, verfluchte Magier, wie man auch will. So, wenn wir schon mal eh vergiftet sind. Mir auch nochmal ein bisschen Gerechtigkeit walten lassen. Denn wir wissen alle, Lia von Lorenstein, einzig und allein im Auftrag der Gerechtigkeit. Der natürlich der Geschichtsforschung. Eigentlich, stopp, zurück, Geschichtsforschung. Da muss die Gerechtigkeit manchmal drunter leiden. Selen, where are you? Ja, ich dachte, ich wisch beide. Nicht gut, nicht gut, tschüss. Natürlich kann ich wieder die Anti-Gift-Dinger nicht machen. Jedes Mal fehlt mir das Rezept dafür. Aha, aha, aha. War das immer hier, wo sie dann da auch in den Seilen hingen? Ja, ne? Aufpassen, dass ich nicht beim Gespräch hier dahin kopiere. Sag dir wenigstens mal was. Hat sie immer gesagt, oder? Da habe ich auf jeden Fall schon mal gehört von ihr. Wer ist denn nochmal Jaren? Who the fuck is Jaren? Oh Gott, weiß es noch jemand? Also talk to Selen, nochmal neu laden und dann mit Jaren reden. War das der Ausrichter vom Festival, ne? Bei Radahn, oder? May require, also vielleicht muss man auch die nächste Stufe für ihn machen, damit er erscheint. Wer ist The Jaren? Fuck. Weiß es jemand? Bitte, bitte, bitte. Sonst müssen wir es nachchecken. Oder ich gucke einfach mal dann auf die Karte, ob wir es irgendwo sehen. Da kommt nicht mehr viel. It will do no good, I swear it. Wird langsam auch ein bisschen verrückt, die Jutze. Okay, okay, okay. Also, erster Gedanke ist, aber ich glaube, er ist es nicht. Das ist er nicht. Das ist er nicht. Er ist auch nicht mehr hier, ne? Ist niemand mehr. Das ist Gowie. Jaren, Jaren, Jaren. Wer war Jaren?
Soll ich nachgucken? Komm, wir suchen hier erst nochmal ein bisschen. Also hier auch nicht. Hier ist Rani Stelovis. Was ist hier los? Pedia. Auch nicht an der Gefäßburg. Wir haben nicht mehr richtig viel, ne? Bisschen Kleriker Gurunk ist noch am Start. Hier, das sind alles nur die Händler. Hier irgendwo in der Nähe vielleicht. Ne, ich glaube, ich muss das nachgucken. Bevor ich jetzt 35 Stunden lang hier einfach durch die Landen reite und auf gut Glück einen Jaren suche. Wer war Jaren, ey? Gehören. Bitte, spuck was aus. Out of error. Tilt. Müsst ihr euch so diesen ISDN-Sound von früher vorstellen, wenn man sich versucht hat, mit dem Internet zu verbinden. So läuft das da gerade ab im Jörn. Katzenhirsch Jörn. So, hier warst du auch nicht dabei, ne? Kein Jaren. No Jaren. Ich glaube sogar, das ist doch der Typ. Aber wo steckt der jetzt? Das ist die Frage. Fucking Jaren. So, Leute, wir schauen nach. Hat ja oder weiß jemand irgendwas über einen Jaren? Twitch Hunter, ja, das ist er. War ich schon mal richtig? Das war schon mal schön. This NPC moves, ja. Must be defeated. You can then find Jaren seated at Redmain Castle, north of the chamber outside the plaza. Wo ist denn nochmal Redmain Castle? In Caelid, ne? Wenn er nicht in Redmain Castle ist, ist er schon an seiner zweiten Station Witchbane Ruins. Ne, da waren wir ja gerade. Da waren wir ja gerade. Also brauchen wir Redmain Castle. Wo war denn nochmal Redmain? Das ist doch da. Aber wir müssen neu laden. Wahrscheinlich ist er deswegen noch nicht aufgetaucht, ne? Das ist natürlich das Radanschloss, ich Ochse. Das ist ein Prank, Bro. Schön wär's gewesen. War leider schlau wie schlau, Mann. Okay. Also dann starten wir jetzt new. Start your engines. Und dann gehen wir da zu Radan im Schloss. Hoffen, dass er da ist. Wenn nicht, machen wir da richtig Terz. Zerrocken alles. Alle Kisten zerdeppern und in die Ecke scheißen. Und dann müssen wir nochmal in die Ruinen dann gucken, oder was? Wenn ich es richtig verstehe. We will see. Erstmal ein Schluck Kaffee. A little coffee. Oh, wie geil so ein Kaffee sein kann, ne? Ist schon manchmal ganz schön gut. Kann man nicht verneinen. So, die gute Lia mit einem Kuchen auf dem Kopf. Leute im Chat haben es so tituliert. Ein Kranzkuchen. Eine Tochter. So, warte mal. Ist er jetzt schon hier? Nein, er ist nicht hier. Miese, miese Versuche stattgefunden. Bist du denn Ritter oder was? Ja, wie gesagt, die haben halt mit dieser Urströmung rumgespielt. Wie solche. Die sind ja richtig am Gesicht gespratzt. Leider ein bisschen buggy mit dem Dings. Sieht's nicht ganz genau. Shit. Komplett zugeölt, versteinert irgendwas. Ja, okay, können wir ja gleich hinballern.
Drück sie Daumens. Jaren, where are you? Warum ist jetzt hier... Wir haben doch Radan schon. Da ist irgendwann nochmal wer zum Kämpfen, ne? Oh, da ist doch jetzt... Schmelz, Tiger, Ritter und so ein Typ, ne? Oh, 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 oh. Gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Für den die Waffe und für den Schmelztiegelritter versuchen wir dann die große Parry-Runde zu machen. Eigentlich müsste er doch jetzt aber hier auftauchen, namentlich. Hier haben wir ja alles richtig gemacht, auf jeden Fall mit der Selen Quest. Also es muss irgendwie funktionieren. It has to. Hallo? Ja, eigentlich auch parieren, ne? Bam, bam. Kein Problem. Drei Versuche höchstens. Allerhöchstens. Oh, shit. Ah, muss ja jetzt klappen. Ein Versuch dann, um den Schmelztiegelritter zu in einem wahren Parry. Wettbewerb zu besiegen, ja, das wird lustig. Ist die lustig, lustig. Ah, er hat so scheiße verzögerte Actions auch, ne? Muss man einfach einmal wieder ins Timing reinkommen. Halt auch ein bisschen greedy sein oder riskieren, damit man schlecht. Also schlecht zählt nicht, deswegen habe ich noch einen. Zum Glück zählte der nicht. Richtig Glück gehabt. Mit dem natürlich beeilen, damit man nicht beide am Arsch hat, ne? Das gute alte Gargoyle-Problem. Thank you.
Ah, Doppelschwinger. Sehr gute Doppelschwinger. Und die weithändige Ivan Lendl-Vorhand. Hier ein Safe Place? Nee. Doch. Alter, echt jetzt? Hätte mich auch gewundert. Achtung, Feuerball, kommt. Nimm die Krabbelfinger weg. Kann man den wächst? Steppen. Er ist noch nicht weg, oder was? Ich wollte einfach nur, dass er weg ist. Sei doch weg. Sei doch weg, so wie ein kleiner Drecksfleck. Mac. Ja, scheiße. Nicht geschafft mit meinen angekündigten 3 Tries. Wären es wahrscheinlich noch 28. Lia, komm, streng dich an. Please. Bitte denken Sie an die Runen. Oh ja, das lohnt sich, das lohnt sich. Bessere Taktik. Schlecht. Zu früh. Der war sogar mal zu früh. Weil man bei diesem Parry-System immer zu spät ist. Jetzt kommt schon Mr. Mempelritter. Er muss natürlich jeder Parry sitzen einfach. 4 Stück gleich. Bam, bam, bam. Und dann war es das gewesen mit dem. Ah, shit. Hätte ich fast auch wieder parieren können. Muss natürlich funktionieren. Gerade nicht mehr die bessere Taktik. Ja, vielleicht doch. Wenn man hier auch immer die Iframes. Rückzug taktischer. Boah, das war eigentlich. Er hat noch. Er hängt noch am Seidenen. Nee, doch nicht. Gut. Und mal wieder unangenehm, die Dudes. Hey, wenn da so wenig Schaden bei rumkommt. Eieiei. Halte ich nervlich nicht aus. Weiß ich jetzt schon. Ich folge sabbert wie so ein kleines Baby, ey. Kann nichts daran ändern gerade. Seelen. Seelen liegen da noch. Lustig. Nee, waren es doch nicht die Seelen? Ich hab sie schon.
Nein! Boah, 11 Meter verkackt. Hi Heiko, hi Heiko. Hello. Ja. Mach ich doch hier. Siehst du das nicht? Schlecht. Herr Specht. Oh, fucking Hose. Ey, wir brauchen mehr Damage. We need more Damage. Ich glaube, ich habe doch... Habe ich nicht passende Schmiedesteine. Hab so eine Ahnung. Wir können ja auch immer... Wir müssen ja gar nicht... Natürlich auch so ein Quest-Typ, ne? Aber ich denke, das geht. Wir müssen natürlich gar nicht zur Tafelfeste immer, um da irgendwie das Risiko einzugehen, den Quest-Fortschritt zu zerstören, sondern wir können ja zu unserem Mann EG. Yo, EG. What's up? Alles schön? Absolut. Kann man ihm nicht, ihr nicht vorwerfen. Und du, Heiko, auch Feierabend jetzt? Wochenende im Visier. Greetings, my fellow. Oh, ein Dreier fehlt. Das kann doch nicht sein. Wo kriegen wir den denn mal schnell her? Blöden Dreier Schmiedestein. Dreier Schmiedestein, wo bist du denn mal? Hier, oder? Wir wollen ja questmäßig auch mal nicht groß was riskieren. Aber ich glaube, die Höhle ist safe, oder? So eine Schmiedehöhle. Eine Mine. Eine Minimi. Mini-Mini. Yes, jetzt ja. Dann hoffe ich, war es schön gewesen und hast jetzt noch hier schöne Zeit im internationalen Katzenhörstream. Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Wir haben ja schon ein paar Häkchen gemacht hier heute. Die Sache hatte quasi einen Haken. So, einfach hier straight einmal rüber. Over the sea. Der Drache, der lebt ja auch noch. Nee. Warten Sie. Die wollen wir uns nicht entgehen lassen, obwohl, haben wir die nicht schon eingesammelt? Ne, immer eine schöne 6er Rune, die Ballönchen kaputt machen. Hat jetzt aber wahrscheinlich noch nicht Flauschlevel 50 erreicht. Ja, gerade nach Feierabend muss erstmal aufgeflauscht werden. Eingeflauscht. Abgeflauscht. Aufgeflauscht, eingeflauscht. Genau in dieser Reihenfolge. Ja, hier können wir auch gleich nochmal checken. Hätte natürlich auch mal ein normaler Dreier sein können. Schön gewesen.
was hier mit den Echos los ist, warum ich die nicht kopieren konnte vorhin. Ach, das ist der, wo man drauf springen muss, ne? Egal. Höhle. Ey, und ich habe eine Höhle entdeckt, Heiko, die ich bislang noch gar nicht entdeckt hatte. Ein Dungeon hinter einer fucking Secret Wall, hinter einer Geheimwand, hinter so einem Magier. Unglaublich. Also, dass man davon noch nichts mitbekommen hat, ich auf jeden Fall. Ist crazy. So, Fahrstuhl fahren. Braucht doch keiner. Aber ein bisschen Licht bräuchten wir, ne? Obwohl, ne, hier unten ist, glaube ich, gleich Licht. Da brauchen wir unsere Lampe nicht. Mal den Kuchen wieder absetzen, ne? Ein paar schicke Sachen gefunden. Muss doch eigentlich auch passen hier. Ja. Im Schnitt nicht ganz, aber... So, hier sollte es nach Adam Riese auf jeden Fall einen Dreier-Schmiedestein zu holen geben. Mehr brauchen wir nicht. Droppen wir auch manchmal ein. Oh, ist da ein Quest-Item drin? Nee, das ist ein Talisman, oder? Please. Risiko. Dunkelschmierstein 2. Okay. Very underwhelming. Ah, ich weiß auch, wo es einen gibt sogar. Da oben liegt ein Dreier. Das ist doch eine Riesenfeier. Und im Nordwind, da kreist der Geier. Von unten sieht man seine Füße. Was habt ihr schon wieder hier gedacht? Schweine. Habe ich euch doch schon wieder erwischt? Klein. Mr. McFlausch. Hat sich wahrscheinlich gerade flauschig gemacht. Ja, passen nicht, dass hier schon einer droppt und ich hier... unnütz diesen waghalsigen Gang machen werde. Jedes Mal wieder. Herzklabaster. Da ist er. Da ist das Ding. No! Wollte halt eine dicke, fette Plansche-Deck machen. Versteht da? Action. Satisfaction. Action Jackson. Geiler Actionfilm aus den 80ern. Action Jackson. Grandios. So, hier müssen wir uns natürlich nochmal schnell wiederholen. Waren, glaube ich, schon wieder 10.000 Mark. Kann das sein? Oder habe ich die beim Schmelztiegelritter schon wieder liegen lassen? Oh, muss ich da nochmal rüber? Herzlichen Glühstrumpf. Did it. Come on. Nein. Oh, ah. Ja. Dass man dann manchmal so Verzuckung kriegt, ne? Wenn man irgendwie denkt, man ist zu weit, oder? Ich auf jeden Fall. Wenn man die Sicherheitsvariante... Nee, lieber so. Weil, was ist denn da oben noch? Man will es ja haben. Einfach einen weiten, beherzten Sprung. Jawohl. Für die Action. Okay, ich komme jetzt hier auch, glaube ich, nicht raus, oder? Shit.
schnell unten zum Bossi-Boss durchlaufen. Schadet nicht, oder? Auch noch ein paar Seelen. Sowieso. Ein kleines Erfolgserlebnis, wo es gleich wieder Backenfutter gibt. Oh! Wollte zwei Fliegen mit einer Klappe sagen. Du hast nicht mitgespielt. Ganz toll. Das ist auch ein Rotz gegen die. Funktioniert überhaupt nicht. So, da stehen, liegen hier noch ein paar Schmiedesteine rum. Aua. Speedrun Leah ist unterwegs. Weggeklaut. Ja, alles Dreier hier. Ich dachte, der da oben, den ich eingesammelt habe, war so der einzige Dreier hier fast. Habt ihr auch noch was anderes zu tun, außer Fremde zu beschießen mit eurer Scheiße hier? Machen meine Waffen wenigstens Schaden bei denen. Na? Ihr seid ordentlich am Abhängen. Mal hier durch Rush an. Steilmetzer. Ja, ganz schön Größe hier im Grill. Darin schon wieder am Abkacken oder was? Hat wieder der Akku drin, der hält echt nur noch, weiß ich nicht. Gefühlte 3 Stunden. Ich hasse das. Ich hasse das. Noch ein Fahrstuhl, oder was ist denn hier los? Ich wollte nur schnell mal bei den Boss rein. Gucken, ob keiner guckt. Take it. Ja, ist echt die Frage, ne? Mit Jaren, aber der muss da auftauchen. Also, wie gesagt, bei der Silent Quest ist, glaube ich, absolut laut To-Do-Liste nicht schief gegangen. Ja, was, hier haben wir auch so einen Kristallianer-Typen, ne? Ich hab mich wechseln auf den.
Oder doch wechseln auf den Hammer. Dresche hier eine Stunde auf den ein. Den kleinen Piekseschwertern. Komisches Timing. Kann man sogar parieren bestimmt. Bin nur zu blöd. Also geht da schon 3-4 Backsteps und der sollte breaken. Wie viel besser das geht mit... Ich mach's auch natürlich, aber warum mache ich es nicht einfach? Gleich. Es geht einfach 1000-mal besser. So, war schön gewesen. Jetzt, ups. Auf die Mütze. Heute keinen mehr abkriegen. Du bist schuld, dass das nicht so war. Also Leute, immer keulen, ne? Hämmer, irgendwas Stumpfes bei den Viechern. Da haben wir auch mal die Klangperle, ja, das ist natürlich auch mal nice. So, okay. Okay. And back to EG. Einmal ein bisschen was aufs Schwert legen. Ich musste in Celias Versteck, um den Magier Lusat zu finden. Und ich habe geguckt, wo ist denn das? Ich check's nicht. Dann habe ich doch irgendwann nachgelesen. Es gibt da halt einen Dungeon hinter einer Secret Wall, hinter einer geheimen Wand. Also eine richtig dicke Felswand im Fels, die man halt weghauen kann. Und da war ich, es war spannend, war ich halt noch nie drin gewesen. Und da mussten wir den Magier finden, das war auch nicht ganz so einfach, aber geschafft. Aber cool halt, weil, ne, wusste ich ja noch gar nichts von dem Dungeon. Bin ja noch niemals drin gewesen. So, dann können wir den hier nämlich für unseren kleinen Tetatet. Oh, sehr schön. Sehr schön. Hier haben wir doch was. Da ist doch was. Sweet. Da. Wie erleichternd. Dann sieht das doch jetzt hier schon ein bisschen anders aus. Wesentlich erfolgsversprechender. Also, ich kann ja nochmal auf der Karte zeigen. Leute, falls ihr ihn nicht gefunden habt, wie ich vorher halt nicht. Hier, Celias Versteck. Da ist halt ein Magier. Man kann halt drauf kommen, ne? Auch wenn man den Dialogen des Selen-Questler genau lauscht. Die gibt einem dann halt quasi schon einen Tipp. Aber ich hab irgendwie was vor Augen gehabt. Nicht verstanden. Und dann muss ich nachgucken. Und direkt halt hier in so einer Felswand. Habt ihr es schon gefunden? Seid ehrlich. Eins in Chat, wenn ihr die gefunden habt. Einfach so. In Chat, wer sie schon, wer sie auch nicht gefunden hat, drei, wovon rede ich überhaupt? War klar gewesen. So, liebe Leute von heute, jetzt machen wir das, oder? Ab jetzt drei Versuche, jetzt zählen halt die drei Versuche, würde ich sagen. Viel mehr ist zeitlich nämlich auch nicht mehr drin. Lonzen. Kleine mal gucken, ob wir uns nicht noch schön was zusammenbasteln können.
Kannst du bitte was Parierbares machen? Ja, so einen. Ja, schade. Zu spät. Schlecht. Hey, davor waren aber zwei so gute. Es waren nur Partial Parries. Ihr habt es klonken hören, aber es hat nicht funktioniert. Oh, zu früh. Fuck. Okay, Versuch Nummer 1. Das war keins. Ja, schlecht. War aber auch ein scheiß RNG von ihm gerade. Kann er erstmal mit lockeren Schlägen außer Hüfte anfangen, meinetwegen. Muss nicht gleich da wieder seine dreifach Pioretten. Ah, no, I can't. Wollte lecker Fleisch machen. So, come on jetzt. Let's do this. Nicht so richtig gut bis jetzt. Sowas wollen wir doch mal sehen. Ich muss echt darauf warten, das ganze andere Geschlonze muss ich einfach dodgen. Keine Ahnung, wann da gut zu parryen ist. Komm. Sweet. Cool geblieben. Nerven behalten. Aua. Müssen hier nicht 38 Parries her, ey, das war eine gute Entscheidung. Yeah, jetzt sitzen sie doch. Come on. Genuin. Fängt an mit seinem Geschwurbel. Schwanzattacken aufpassen. Perfekt. Und sogar den Stecher. Das ist Lia von Lorenstein. Der kann's da nicht so. Oh, scheiße. Sag ich doch. Schwanz. Ich wollte schon feiern und das Pad weglegen. Gut, dass ich doch nochmal nachgepiekst habe. Sweet. So, jetzt viel wichtiger. Da oben steht er schon mal nicht. Neu geladen hatten wir ja schon. Kann er noch irgendwo anders stecken hier in der Feste? Nee, ne, der muss da oben sein. Yeah, sweet, danke. Thank you, Heiko. Wir müssen jetzt eigentlich Jaren treffen.
Ich hoffe, er hockt da drin. Vielleicht hätten wir auch mal uns hinsetzen müssen. Das kann noch gut sein. Einmal noch an die Gnade ballern oder vielleicht sogar nochmal neu laden. Ich hätte hier irgendwie sitzen müssen, oder? Shit. Okay, ich lade nochmal neu. Ich setze mich an die Gnade, besser gesagt. Sonst soll er da bei den Ruinen sein. Was anderes stand auch in der Herleitung nicht. Fuck in der Hose, er sitzt da nicht, Freunde. Scheiße. Unten wird er auch nicht sein, oder? Monsieur Gérard. Die Uti. Ja, noch so ein Kettenhemd drunter. Kettenkapuze unter dem Dings. Deswegen ist das auch so schwer. Ich schon immer gewundert. Kannst du hier erkennen? Macht einen schlanken Fuß. Ja, nee, fucking kein Jaren hier, weil wird auch nicht drüben sein, ne? Habe ich das noch offen von vorhin? Also, maybe call a next step for him to appear. Nee, habe ich nicht mehr drin. Hier scheint aber auch noch nicht zu sein. Oh, what? Das kann doch nicht sein. Wir haben noch... Ich meine, klar, ich bin einmal hier lang geritten, da lang geritten, aber eigentlich alles so krass nach strikt nach Liste ausgeführt und gerade mit der Selen-Quest, ne? Muss ich nochmal vielleicht? Hat's irgendwie nicht mit Selen so wenig gequatscht? Aber die hat ja sich schon wiederholt eigentlich. Hey Fuzzy, hello, Mahlzeit. Ja, also so ein bisschen mehr als die Hälfte von der To-Do-Liste haben wir, aber die dicken Brocken an Aufgaben und an Herausforderungen kommen ja jetzt noch. Aber schon spannend, schon viel auf jeden Fall Interessantes entdeckt, unter anderem auch hier eine geheime Höhle hinter einer Felswand, die man weghauen kann, eine riesige Felswand. Kennst du bestimmt noch nicht, zack, bitteschön. Aber das Problem ist, jetzt suche ich Jaren und der taucht hier nirgendwo auf, leider. Das ist ein Problem. Ist der vielleicht noch weiter vorne in der roten Mähnenfeste? Das wäre wert noch ein Teste. Denn ich will doch die Queste. Nicht Markus Weste. Nein, warte, wir wollten mal, warum ist denn hier noch was los überhaupt? Ich hab hier doch schon, ich bin Meister vom Turnier, Freunde. Gut, das werden wir dann wahrscheinlich beim nächsten Mal zusammen erkunden. Ich werde mich mal ein bisschen schlau machen. Und vielleicht das mit einem anderen Charakter nochmal antesten bis dahin.
Knaller, hast du den Eindruck, dass man sich viele Quests verbauen kann? Also die Erfahrung einfach aus den Souls-Geschichten mitgenommen, ne? Und Bloodborne und so. Das ein falsches Wort, ein falscher Boss zur falschen Zeit, eine Questreihe halt zum dann niederringen kann. Ich habe also ein, zwei Dinge habe ich ein bisschen Sorge, dass ich die nicht so super korrekt ausgeführt habe. Aber ansonsten eigentlich schon. Deswegen wundere ich mich, dass Jaren jetzt nicht am Start ist. Oh, es ist ärgerlich. Wo ist er gewesen? Was hat er getrieben? Gezack, gespesen. Also er soll halt hier in der Rotmähenfeste sein. Ich bin jetzt natürlich nur einmal da hochgegangen, wo das Fest stattfindet. Vielleicht steckt er natürlich auch noch hier im anderen Teil, aber ich glaube nicht. Ich meine mich auch zu erinnern, dass ich den da mal oben hab sitzen sehe. Gesehen hab. Verstehen Sie? In Augen. Shit. So, ich muss mich jetzt erstmal um ein paar Dinge kümmern, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich gucke mal, dass ich hier den Zug nochmal aufmache und wir nochmal irgendwo hin raiden können, oder was? Ja, schön. Habt euch doch nicht so. Mal ein bisschen Zug fahren. Müsst auch. Meinem Zug ist keine Maskenpflicht mehr, weil jeder hat seinen eigenen Wagen quasi.